Hallo und herzlich willkommen. Hier im vierten Teil der Reihe werfen wir einen Blick auf die Veränderungen bei den Söldnern, mit denen die Balance etwas reguliert werden soll. Vor allem jene aus Akt 3 und 5 sollen attraktiver werden. Im Video werden wir uns auch mit der Ausrüstung der verschiedenen Begleiter beschäftigen und sie einem Praxistest unterziehen. Zuerst einmal aber alle Neuerungen im Überblick. Grundsätzlich sind in Zukunft alle Söldner beim Erwerb eine Stufe unter eurem Charakterlevel. Außerdem wurde der Werte- und Fertigkeitenzuwachs in allen Schwierigkeitsstufen überarbeitet, sodass sinnvoll skaliert wird. Die Bogenschützinnen aus Akt 1 bekommen je nach Element Frostpfeil oder explodierender Pfeil, womit sie vor allem mehr Flächenschaden anrichten als zuvor. Bei den Wüstensöldnern werden in Albtraum und Hölle alle 6 verschiedenen Auren angeboten. Die Eisenwölfe aus Akt 3 bekommen mehr Leben, Verteidigung und Widerstände. Beim Element Kälte wird die Gletschernadel häufiger als zuvor eingesetzt und die Stufenskalierung wurde erhöht. Dasselbe gilt für die Eisrüstung. Beim Element Feuer wurde Inferno herausgenommen und stattdessen Feuerblitz eingefügt. Außerdem soll ein solcher Begleiter auch häufiger die Feuerbälle einsetzen und neuerdings auch über den Skill Verzaubern verfügen. Den castet er auf sich selbst, den Spieler und Verbündete in der Nähe. Beim Element Blitz wurde der Skill Statikfeld hinzugefügt, der Combo Blitz skaliert höher und Blitzschlag soll häufiger gecastet werden. Die Barbarenkrieger in Akt 5 bekommen ebenfalls mehr Leben und Verteidigung, Hieb und Betäuben wurden verstärkt und sie können in Zukunft auch den Skill Schlachtruf einsetzen. Die Veränderungen sind in meinen Augen auf jeden Fall alle sinnvoll. Ob sie dafür ausreichend sind, dass in Zukunft mehr Leute Söldner aus Akt 3 oder 5 nutzen, wird sich zeigen. Aber der erste Schritt dafür ist auf jeden Fall getan. Die Wüstensöldner punkten nach wie vor mit ihren Auren und dadurch, dass es einige starke Runenworte für Stangenwaffen gibt, um den Bedürfnissen des Spielers gerecht zu werden. Wie eben zum Beispiel Unendlichkeit, Einsicht, Gehorsam oder Stolz. Da es bei ihnen keine technischen Veränderungen gibt und sie sich ja auch über die ganzen Jahre bewährt haben, tauchen sie im Praxistest nicht auf. Schauen wir aber nun, welche Waffen und Rüstungsteile auf den anderen Söldnern Sinn machen. Bei der Bogenschütze nimmt man am besten entweder einen Glaubebogen mit Fanatismusaura oder das neue Runenwort Nebel, welches die Konzentrationsaura mitbringt. Gerade für meinen Paladin hier ist die neue Option sehr praktisch, denn die Fana-Aura macht er lieber selbst. Die Bogenschützin kann allerdings keine klassenspezifischen Amazonenbögen tragen. Zum Schutz kann man ihr zum Beispiel Schaftstopper und Vampirblick geben, idealerweise in ätherisch. Eine Feuerjägerin freut sich aber auch über den neuen Runenworthelm Flamme. Eine Jägerin mit dem Element Kälte dagegen profitiert von Nachtschwinges Schleier.
Die Eisenwölfe können ein Schild und ein Einhandschwert tragen. Da sie kaum Nahkampfangriffe ausführen und stattdessen mehr zaubern, ist es sinnvoll, hier das Runenwort Geist in Schwert und Schild zu nutzen. So wie auch die Charaktere haben die Eisenwölfe Breakpoints für ihre Zauberrate. Auf 138 zu kommen könnte schwierig werden, aber die 86 bekommt man recht einfach zusammen. Eine ätherische aufgewertete Vipernhaut tut sich da nicht verkehrt. Auch von den Plus-Skills profitiert der Söldner. Auf dem Kopf kann er eine ätherische Harlekinskrone tragen. Speziell für das Element Eis ist natürlich auch hier Nachtschwinges Schleier sehr gut. Für einen Feuersöldner kann man auch wieder das neue Runenwort nehmen. Und für einen mit dem Element Blitz ein Greifenauge.
Eine Möglichkeit, die ich auch einmal ausprobiert habe, Hand der Gerechtigkeit im Schwert und Drache in Schild und Rüstung. Dazu auf dem Kopf auch wieder der Feuerhelm. Die Barbaren aus Akt 5 kennen ein beliebiges Schwert und als zusätzliche Besonderheit nicht nur gewöhnliche Kopfbedeckungen, sondern auch die klassenspezifischen Barbarenhelme tragen. Da könnte man einen ätherischen aufgewerteten Ariaz doch glatt mal mit einer Pool statt mit einer Zottrune sockeln. Als Rüstung würde ich wohl zu einer ätherischen Forti tendieren und als Waffe ist ein Grief immer gut. Wie man sehen kann, schlagen sich die Söldner alle ganz gut, keiner hat für die Aufgabe zu viel Zeit gebraucht oder Probleme bekommen. Meinen kleinen ersten Praxistest haben somit schon mal alle bestanden und sogar ich als Söldnermuffel habe echt Lust bekommen, in Zukunft bei dem einen oder anderen Bild einen Akt 3 oder Akt 5 Söldner zu spielen. Zum Abschluss gibt es noch eine Übersicht mit den Breakpoints aller Söldner. Ich verabschiede mich schon mal, macht es gut und bis zum nächsten Video.